Und seine Frau schickt uns noch zum Landgasthof. Der sei nicht nur schön, sondern habe auch eine Besonderheit. Der Besitzer wohnt übrigens auch dort, Robert Arp. Gehen wir mal außen rum, keiner da. Ah, da ist ja doch jemand. Moin. Bernd vom ZDF, von der Expedition Deutschland. Man hat uns zu Ihnen geschickt. Sind Sie Herr Arp? Ja. Hinter dem großen Festsaal war mal eine kleine Bühne, erklärt er. Bei Umbauarbeiten hat man dort einen Brunnen entdeckt. Inzwischen eine echte Attraktion. So, das ist unser Brunnen. Den haben wir 2000 entdeckt, als wir die Bühne weggerissen haben. Also hier war eine Bühne? Hier war eine Bühne, die war so hoch, da war das Bühnentor. Ja, ist auch noch Wasser drin. Ja. Da sind 3 Meter Wasser drin und er ist insgesamt 13 Meter tief. Und jetzt haben Sie es so quasi eingebunden in den Festsaal? Ja. Der war abgedeckt mit einem Mühlenstein. Und den Mühlenstein haben wir in die Terrasse eingearbeitet, in die Gartenterrasse. Und die Platte haben wir machen lassen über einen Glaser, kam aus Frankfurt. Das ist 4,2 cm Panzerglas. Also da können wir alle drauf rumhüpfen, da passiert gar nichts. Da passiert nichts.